Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Im letzten Part sind wir in dieses nach Tradern hier reingegangen und haben noch ein paar neue Zauber gelernt, die wir noch gar nicht alle ausgetestet haben. Auf jeden Fall in Tradern können wir uns jetzt auch umschauen, weil die Gegner immer zu stark sind und ja, in diesem Haus ist jetzt schon irgendwas ist da oben in dem Fass drin. Und die Därme quellen hervor. Lecker. Nein, finde ich nicht. So. Und Schutzringe halten. Und ja. Eine Blutflasche. Okay, dann reden wir doch mal. Hey, hier ist ja jemand drin. Hallo da drin, komm raus. Nee, ich hab Angst. Angst? Brauchst aber keine haben. Ach ja, wieso? Weil wir dich retten wollen. Wollt mich retten? Ihr lügt. Ihr wollt mich nicht retten. Ihr wollt mich essen. Essen? Wir sind wirklich keine Monster. Wieso sollte ich euch das glauben? Ihr seid vielleicht schlaue Zombies. Schlaue Zombies? Hat man sowas schon gehört? Nein, sind wir nicht. Ehrlich. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ehrlich. Versprochen? Versprochen. Ehrenwort? Ja, auch Ehrenwort. Dann gib mir eure Hand. Du willst meine Hand? Na schön. Au, verflucht. Man hat mich gebissen. Also gleich reicht's. Lass uns gehen. Warum ist deine Hand so kalt? Draußen ist es kalt, du doch auch. Du doch auch. Bin ich nicht. Ihr seid Zombies, verschwindet. Komm schon raus. Ah! Schon gut, ey. Dann bleibt doch da drin, verschwindet. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass man das retten könnte, die Stimme in dem Fass, weil ich glaube, wenn ich dann irgendwann nochmal hier weggehe oder so und wieder dann reingehe. Ich weiß nicht, irgendwie kam es dann nämlich dazu, wenn man das nicht richtig anstellt. Und ich habe es bisher noch nie geschafft, das richtig anzustellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man es überhaupt richtig anstellen kann. Ja, passiert es halt, dass diese Person stirbt. So, soweit ich mich richtig erinnere. Und das wollte ich jetzt eigentlich, hatte ich gehofft, dass ich das mal vermeiden könnte, aber es scheint irgendwie ja nicht so. Naja. Dann gehen wir doch mal auf den Friedhof. Huch, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Oh, schön. Einfach mal ignorieren. Oh. Ja. Ein paar Skelette greifen an. Schwarze Energie wird da wohl nichts helfen, aber Lichtblitz, komm. Kältehauch sicher auch nicht. Schleichender Tod sicher auch nicht. Würde ich sagen, macht der Aska einen Angriff. Feuerregen? Lichtblitz hilft also auch nicht. Sehr schade. Kann ich mit dem Bösen um was machen? Oder mit dem schleichenden Tod? Also mit dem Feuerregen auf jeden Fall. Nur einen HP-Fail. Mit dem schleichenden Tod auch nicht. Also irgendwie habe ich gerade Zauber dabei, die nicht wirklich was bringen. Dann haut drauf. Stirb, stirb, das ist sehr schön. Ach ja. Okay, weiter geht die lustige Party. Oh, ich komme sogar rein. Okay, schön.
Erstmal kreuzt uns ein Skelett im Weg. Ach nee, das war die Stelle. Ach, die hasse ich. Kann ich bei dem Verderbten irgendwie was nuckeln? Ich teste es jetzt einfach mal testweise. Nee, natürlich auch nicht. Oh, ah! Nee, du heißt lieber hier deine liebste Elaine. Und die macht meinen Feuerregen, weil sie es kann. Das Uncoole hier an dieser Stelle ist nämlich, dass es so ewig ätzend viele Kämpfe gibt, dafür, dass man halt nicht weiß, wo man hin muss. Und anders als da, wo ich trainiert habe, da waren es halt menschliche Gegner. Also die hatten auch richtig schön Blut zum immer wieder, ich sag mal, Mana nachheilen. Und zusätzlich zum Mana nachheilen bringt dieses Blutsaugen ja auch den Status blutend bei den Gegnern. Das heißt, die verlieren sowieso nach und nach immer schön Leben. Und das geht hier halt alles nicht. Deswegen ist diese Stelle hier ein wenig nervig. Aber ich glaube, das soll es auch sein. Und ich brauche Antikrankheitsserum nochmal. Okay, dann zauber ich nochmal Zuflucht und kaufe mir so ein Zeug. Weil das brauche ich hier ganz dringend. Der Zauber klappt irgendwie nicht. Dann geh raus. Der Zauber klappt irgendwie nicht. Sag mal. Klappt er denn hier? Oh, Gottchen, ey. Ist der jetzt eigentlich tot da drin? Nö. Mann. Dann ist er eben tot, wenn wir wiederkommen. Fledermaus, Mann. Ach, Scheiße. Verdammte Keule. Bei eigentlich, das ist ja billig günstiger als grad zum Falschen. So viel zum Thema, das ist ja günstiger. Ja, das habe ich schon damit angefangen, jetzt mache ich es auch so weiter. Ach, und da fällt mir gerade ein, ich kann euch noch was Lustiges zeigen. Aber erstmal gehe ich mir Antikrankheitsserien holen und neue Blutviolen. Also ich zeige euch auch mal kurz die Mine. Ja, es sind eine ganze Menge Skelette dazugekommen, nicht wahr? Klingt auch gleich ganz anders. Aber ich will mich hier jetzt nicht zu lange aufhalten. Ehe mein Zauber abbricht von der Verwandlung. Schon, dann gehe ich jetzt lieber hier hinein. Hier müsste auch irgendwo ein Itemladen haben, hoffe ich. Ich weiß jetzt nur, wo hier Waffen- und Rüstungsladen sind. Ja, Itemladen müsste es doch dann eigentlich auch geben. Das ist keiner, das weiß ich. Das ist Rüstungszeug. Felder. Bin ich sicher auch nicht, weil das ja eigentlich Übernachtungsgedöns. Auch nicht. Uncool. Oder haben die einfach kein Schild dran? Nee. Das waren die netten Herren Schnösel. Ja gut, ich schau mal, ob die hier mir auch außer Waffen noch was andrehen würde. Ja, ich schau mich bitte um. Nee. Bei den Rüstungen sieht es auch nicht anders aus, wenn ich mich recht erinnere. Aber immerhin Blutfiolen kann ich mir hier holen, also das weiß ich ja. Reden.
So. Hast du auch zufällig? Nee, hast du nicht. Kuriert Blutung. 50 LP, das brauche ich ja nicht. Ich habe ja meine Zauber. Ja, schade. Muss ich doch in eine andere Stadt. Das ist jetzt sehr schade. Fledermausmantel. Wobei, eigentlich könnte ich auch kurz bei Askas Schloss vorbeischauen und mir neue Silberbarren abholen. Wenn ich doch gerade dabei bin. Ja, da habe ich auch schon wieder eine ganze Menge. Natürlich will ich was mitnehmen. Nein, ich bin nur zum Spaß da. Und hier seid ihr, müsste irgendwo. Ah, direkt gefunden, sehr schön. Dann müsste sich das sogar noch. Ach, ich wollte euch was in Shanna zeigen, stimmt ja. Schon wieder vergessen. Dafür sollte ich vielleicht doch erstmal die Barren verkaufen. Na, war ich hier schon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Also war ich hier im Let's Play schon mal. Ansonsten war ich hier sicher schon. Ah, doch, ich glaube, ich war ja schon mal. Ich habe das Gespräch hier, glaube ich, mitgesprochen. Hast du schon das Neueste gehört? Die Kinderfutter, naja, sie haben eine Höhle in den Magiebergen nördlich entdeckt. Aber bisher war noch niemand mutig genug, sich das Ganze mal anzusehen. Denn die Leute sagen, da kommt öfters ein lautes Brüllen aus der Höhle. Und es will von nur so von, und von Monstern soll es nur so flümmeln. Nimm? Oh, habe ich tatsächlich nicht. Das waren die falschen Striche. So, da soll irgendwo eine Höhle nördlich sein. Das erstmal speichern. So. Sehr gruselig, wenn du mich fragst. Wenn ich allerdings jünger wäre, dann hätte ich sie schon lange erforscht. Du kennst mich ja. Ja, du alter Quatschkopf. Ich kenne dich jetzt schon mehr als 40 Jahre. Und in dieser Zeit hast du nie etwas Mutiges unternommen. Wenn die anderen Männer auf Jagd gingen, musstest du immer urplötzlich auf die Toilette und warst immer für Stunden da drin. Hey, immer schön langsam. Ich habe sehr wohl oft etwas Mutiges unternommen. Und was soll das bitte gewesen sein? Sehr oft natürlich. Du warst bloß nie in der Nähe. Ja, natürlich. Ehrlich? Wer hat zum Beispiel den großen bösen Vogel gefangen? Niemand, der ist von allein abgehauen. Das glaubst auch nur du. Ich habe ihm Angst eingejagt. Aber sicher. Erst langt es mir aber gleich. Und was ist wahr mit den Wölfen, die uns öfters heimgesucht haben? Die wurden von den Jägern umgebracht und du warst nicht dabei. Natürlich war ich damals dabei. Ich hatte mich nur verkleidet als Busch. So konnte ich mich direkt zu den Wölfen anschleichen und ihnen eins auf die Rübe geben. Du bist wirklich ein alter Quatschkopf. Ich bin noch nicht mal alt. Ich bin erst 66. Und ich bin so stark und mutig wie nie zuvor. Wenn du so stark und mutig bist, warum erforschst du dann nicht die neu entdeckte Höhle nördlich von hier? Oh, Mist, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Es drückt. Wie hätte es auch anders sein können? Hallo. So ein alter Quatschkopf. Er und mutig? Nein, nicht wirklich. Krummel, Krummel, wirklich ungeheuerlich. Eigentlich suche ich hier nur einen Laden, wo ich mein Zeug loswerden kann. Ansonsten werde ich den Rest hier später noch erkunden. Das sieht nicht nach einem Laden aus. Ja, ich musste kurz, ja, hat kurz das Auge gejuckt und so. Sieht auch nicht nach einem Laden aus. Hey, Truhe. Kann ich auch nicht öffnen, schade. Oh, wer steht denn da hinten? Den werde ich aber noch anreden, wenn wir den doch schon entdeckt haben. Gerade mal so zufällig. Dann war ich echt noch nicht hier. Hallo, wer bist du denn?
So, mit diesem Sonnenschutzmantel kann ich... Hallo! Wah! Wie? Verdammt! Man hat mich entdeckt! Warum versteckst du dich hier? Sowas aber auch, komischer Kerl. Tja. Ja, das ist wirklich ein komischer Kerl gewesen. Du sagst es, du sagst es. Aber ich find's auch komisch, gibt's hier keinen Laden oder so, das ist doch... Nee. Okay, Leute, in Lim gibt's keinen Laden. Sehr, uncool. Da unten gab's doch auch noch irgendwie eine Stadt. Was haben wir hier? Ach, Glenna. Die haben einen Laden, das weiß ich. So. Müsste hier nicht auch irgendwo noch der doppelseitige Säbel sein? Da. Anti-Krankheitsserum hast du nicht. Du bist ein Trottel. Ja. Da haben wir das mit Valna das erste Mal Asgard kennengelernt. Wir erinnern uns. Fledermausmantel. So. Shanna. Das müsste doch hier gewesen sein. Also, wir haben da ja schon ein paar Leute hingeschickt und wenn ich mich recht erinnere, müsste hier doch dieses Künstleratelier gewesen sein. Genau, und da hat sich die Künstlerin gemütlich gemacht, die wir dorthin geschickt haben. Hallo, danke, dass ihr mir Shanna empfohlen habt. Es sind vielleicht nicht viele Menschen hier, aber dafür habe ich genug Zeit, um meinem Beruf nachzugehen. Seid ihr vielleicht an einem Porträt interessiert? Mit 300 Fehler. Für 300 Fehler? Klar, warum nicht? Sehr gut. Wen von euch soll ich malen? Elaine. Okay, nicht bewegen. Wie lange brauchst du noch? Fertig. Das ging aber schnell. Ich bin ja auch ein Profi. Wo soll ich es hinbringen lassen? Liefer es zum Schloss Eldains. Kein Problem. Es sollte schon bald bei euch sein. Und, ja, das kennen wir schon. Natürlich, und zwar malst du jetzt mich. Asgard, der Trottel, kommt als letzter ran, der Irre hier. Fertig. Das ging aber schnell. Ich bin ja auch ein ja, das kennen wir ja. So. Ja, natürlich. Asgard. Was mich wundert, die sagen denen nur den Namen und die weiß, wer gemeint ist. Ach so, ja, klar. Valna redet ja, also ist Valna mich. Und Elaine ist ja Frauenname und deswegen weiß die, dass das kann nur die sein. Und wenn es nicht mich ist, dann ist das auf jeden Fall... Von dir habe ich schon ein Bild gemalt und ich möchte kein Werk duplizieren. Okay. Und deswegen muss Asgard der andere sein. Das Team müsste es noch andere Leute geben, die wir hingeschickt haben. Irgendwo. Nachdem Asgard hier ja gewütet hat. Okay, also Bürgermeister haben wir noch keinen gefunden. Kein Bürgermeister. Hier unten wird wahrscheinlich auch keiner rumlaufen. Innen. Ist echt ziemlich leer hier. Nix. Ja, der wird wahrscheinlich... Ach, ich weiß, wo noch einer sein müsste. Oh, da liegt ja immer noch hier die Leiche. Ja, es liegt ja immer noch hier. Ich zeig nicht, das war dein Werk. Nein,
Das hier nicht, aber wundere dich nicht, wenn hier niemand mehr ist. Hier müsste der... Nee, dann war es das Haus drüber. Also nicht die Treppe hoch, sondern das Haus nördlich von diesem hier. Hier müsste einer sein. Oh, sogar zwei. Echt, haben wir die beide schon hier hingeschickt? Ja, das wollte ich nicht. Hallo? Einsame Frau, was hält ihr hier wieder? Ich muss euch wirklich danken. Ihr habt mein Leben richtig lebenswert gemacht. Endlich habe ich einen wunderbaren Mann kennengelernt, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Hab ich dir ja gesagt. Bitte nimm dies dafür, dass ihr mir so viel geholfen habt. Ein Magierring und 400 Erfahrung. Und du sicher auch, komm. Hallo, scheint so, als hättest du eine nette Dame getroffen. Oh ja, ich bin wirklich glücklich. Und deswegen eure Hilfe. Ist doch schön. Nimm diese als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Kriegermantel und 400 Erfahrung. Danke. Ich hab zu danken dafür, dass ich jetzt endlich glücklich bin. Ja. Ihr seht schon, diese, ich nenne es mal Sidequest, lohnt sich richtig gehend. Oh, der Kriegermantel. Schnieke. Was haben wir noch bekommen? Schutzring, glaube ich, keine Ahnung. Und halt Erfahrung. Aber hier oben ist noch niemand, okay. Naja. Und mit dieser Erfahrung werde ich diesen Part auch schon wieder beenden und man sieht sich dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone. Bis dann. Ciao.